Wir waren für um 5 verabredet, oder? Entschuldige nur. Ich war nur mal kurz im Archiv und bin dann hängen geblieben. Einmal Staatsanwalt, immer Staatsanwalt. Was hast du denn diesmal mitgebracht? Bitte sehr, Herr Kommissar. Am 2. Mai 2005 steigt der in diesem Tag 100-jährige Allan Carlsson aus seinem Fenster im Hochparterre des Altenheims in Malmschöping. Und da bist du also dieser Pflegetante, dieser, wie hieß sie nochmal? Alice. Da bist du also dieser Alice. Und den ganz alten Schecken. Ja, doch, und da bist du außer dem ganzen Altenheim. Und dem ganzen Altenheim. Das Altenheim bist du einfach abgehauen. Kluge Entscheidung. Skull. Skull. Der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand, von Jonas Jonasson. Wir müssen wahnsinnig gewesen sein, diesen Stoff uns vorzunehmen. Diese vielen Ebenen, diese vielen Geschichten, die da drinnen vorkommen, aber eine spannende Arbeit. Das wird bestimmt wieder eine lange Nachsitzung geben, nicht wahr, Mr. Oppenheimer? Es ist aber auch vertrackt. Wir wissen, dass eine kritische Masse Uran-235 eine Kernreaktion ergibt, aber nicht, wie man sie zurückhält und dann im rechten Moment auslöst. Soweit sind wir nun schon seit Wochen und bewegen uns nicht einen Millimeter vorwärts. Aber warum teilen Sie die Masse nicht einfach in zwei gleiche Teile? Was sollte denn das eben? Ich habe eine Tüte Bonbons geklaut, nur so aus Sport. Was? Du klaust Bonbons, wo wir einen ganzen Koffer mit 50 Millionen bei uns haben? Das ist ja wirklich unglaublich. Wir haben von einem Kollegen, der hat bei uns eine Probe gesehen, haben wir gehört, er hätte sowas noch nie gesehen. Und das ist wirklich einer, der viel gesehen hat, weil es einfach ein unglaubliches Format ist, sowas als Figurentheaterstück zu spielen, so ein Riesenroman. Ich heiße Juli Borisowitsch Popov und arbeite für die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken. Mein Name ist Kim Jong-il. Ich bin der Sohn des Ministerpräsidenten und engster Vertrauter meines Vaters. Was kann ich für Sie tun? Also das ist ja auch irgendwie eine Geschichte, die von Anpassung erzählt. Also wir sind ja alle so schrecklich angepasste Bürger. Wir verbringen ein langes Leben und bedenken immer schon automatisch, was dürfen wir nicht, was gibt es für Gesetze, die wir beachten müssen, was ist der Rahmen, den uns die Gesellschaft vorgibt. Und jetzt sehen wir hier mit großer Sympathie einen 100-jährigen Mann, der sagt, ihr könnt mich alle mal, ich bin sowieso gleich tot. Die Geschichte von Allan Carlsson lohnt es sich, auf die Bühne zu bringen. Mit Objekten, mit Puppen, mit Schatten, mit Live-Musik, mit Schauspiel, mit allem, was das Theater zu bieten hat. Wenn, dann lassen wir es richtig knallen. Meine Herren, bitte rechnen Sie mit einer noch nie dagewesenen Druckwelle. Hundert Jahre Weltgeschichte vereint in 2,5 Stunden wildes Theater. Das macht große Freude.